Und da willkommen zum Viertelfinale Real Madrid des Continental mit dem Anstoß, das Spiel läuft. Sorry, dass ich jetzt im Spiel begonnen habe zum Aufnehmen. Ich habe eh schon da sehen wir begonnen. Mit welchem Personal die Heimmannschaft war da kein Ton. Und da war einfach kein Ton, also habe ich die Aufnahme schnell abgebrochen und habe schnell eine neue begonnen. Und ihr seht ja, die Aufstellung hat sich nichts geändert. Aber drin mache ich eh noch schnell. Die habe ich komplett vergessen. Ins Spiel geht. So weiter geht's, Leute. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Cool. Jetzt vielleicht Benzema. Er versucht's. Oh. Gute Schusstechnik, aber der Ball geht knapp übers Tor. Der Gegner beginnt richtig gut, Leute, aber es könnte richtig schwer werden. Sehr guter Einsatz. Full Concentration. Rodriguez. Der Stern vor Ramos Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. 6 Tore, Torschützenkönig und damit Nachfolger eines gewissen Thomas Müller. Cristiano Ronaldo. Alter, der Ball im Aus, Eckball für Real Madrid. Ich würde sagen, der wird vielleicht besser als ich, aber komm, ich gebe jetzt wirklich mein Bestes. Und nun Ronaldo. Kein leichtes Spiel heute für Real Madrid. Deine Einschätzung, Muschi? Ich stimme dir zu, Wolf. Sie müssen auf jeden Fall eine Top-Leistung abrufen, wenn hier was gehen soll. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut gemacht, das den Ball unter sich. Komm. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er schießt. Ja. Der Ball ist drin. 1-0. Und nach 13 Minuten sind sie hier zum ersten Mal erfolgreich. Marcelo. Carvajal hat's gemacht, lol. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Das gibt Einwurf. Jetzt Cristiano Ronaldo. Eckball. Klasse Technik. Cristiano Ronaldo. Oh, diese Ecke. Erneut Ecke. Also wie gesagt, wenn ich mal Lust habe, dann werde ich auch, wenn ich ins Halbfinale oder ins Finale komme, mit Barca spielen, aber wahrscheinlich mit Toni zusammen. Natürlich gehe ich weiter, dass ich mit Real wirklich sehr gut spielen kann. Und Modric. Ach nein. Und Ronaldo. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören, aber ich spiele das doch sehr gut. Gute Aktion. Das könnte gefährlich. Nicht werden. Er spielt den Pass zurück. Luka Modric jetzt. Weggehen, aber ich will dieses Spiel noch fertig spielen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gefährliche Flanke. Cristiano Ronaldo. Der ist noch heiß. Groß. Ey, was ist das? Und Real am Ball. Ja, schön. Nun Gareth Bale. Kurz rechts.
Muster ja, Modric. Ja, der steht gut irgendwie. Und sicher. Im Moment ist ja, da schön. Kein Durchkommen. Den wollte ich an den Scoop hören. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt Marcelo. Jetzt Modric. Ronaldo jetzt über außen. Ronaldo. Ah, das natürlich. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ja, Mann, war ran, komm. Defensiv machen sie es gut. Yes. Geht doch. Er passt ja, auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Das könnte eine Gelegenheit cool. werden. Und machen mit der Schuss. Das 2-0. Wirklich überzeugend, dieses Auftreten im Kontinent-Cup. Der aktuelle Spielstand spricht Bände. Und für mich sind sie einer der Anwärter auf den Pokalsieg. Das kann was werden. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Er streichelt das Ding. Ein super Treffer. Und groß. Nun Benzema. Wie gesagt, ich bin halt auch wirklich eingespielt. Real Benzema! Oha, Mann! Wie kommt er dann den Anschluss zu durch und dann macht er mir eben? Wie kommt er dann den Anschluss gleich so durch? Was ist denn Scheiße? Tor von ihm, trifft den Ball. Deswegen dachte ich, ich bin eigentlich eingespielt mit ja, was macht man da ohne Scheiße? 2-1, hier ist noch alles drin. Ansonsten. Was soll er wirklich sagen? Modric. Gegner gibt es wieder nicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Das ging gerade zu easy. Modric am Ball. Aber wirklich, das ging mir gewöhnlich. Groß. Weil man kann wieder und nun Ronaldo. Neben meinem Fernseher. Ja, das war schon. Klasse cool. gespielt. Komm, überschreitet den Ball aus. Marco Asensio. Und das ist halt ja, wirklich so ein Scheißschuss. Zum Torerfolg. Ball bei James. Rodriguez. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Groß. Und jetzt Toni Groß. Und nun Ronaldo. Tolle Szene hier. Der Ball, der spielt ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Bale mit dem Tor. Illuminati wieder. Ganz knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Jetzt Cristiano Ronaldo. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Da geht er dazwischen. Okay. Aber jetzt, ja, dann hätte ich doch den Rodriguez noch ausmachen müssen, dann im Berg, was wir noch hin und können. Modric am Ball. Schade. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Klasse Einsatz, oha, aber kommt auch an den Ball. Da geht er gut dazwischen. Weil es Arco und nun Benzema. Und jetzt die Real. Ramos gegen Ramos. Ramos gewinnt, glaube ich. Und wir schießen ihn einfach mal weg. Die Fahne geht hoch, Ronaldo im Abseits. Ah. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Eckschuss für Real Madrid. Cristiano Ronaldo! Also Halbzeit unverdiente Führung, würde ich sagen. Und wir schauen gleich in die zweite Hälfte. Also ich möchte ins Halbfinale einziehen. Ja. Warte, Leute. Ich spiele noch fertig. So, weiter geht's. So, die Mannschaften sind wieder da. Durchgang 2 kann beginnen hier im Santiago Bernabeu. Bale und Ronaldo. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Und da nochmal so. Wunderschön. Ronaldo mit
dem Treffer. Wie so oft ist der Portugiese auch hier erfolgreich. Ja, jetzt gibt er auf, Leute. Das ist ja ideal, weil meine Eltern sind wirklich immer sauer, wenn ich so lange weiterspiele. Obwohl es ja schon Essen gibt. Wie mir gesagt wird, es gibt es ein paar Minuten. Okay, er spielt leider weiter. Ich hätte lieber den Rage Kick gehabt, aber okay. Bale. Natürlich werden sie heute wieder Gareth Bale in Szene setzen wollen. Was zeichnet ihn aus? Also, es ist ein kompletter Spieler, aber wenn du irgendwas hervorheben willst, dann ist es natürlich sein unglaubliches Tempo. Der Kerl ist so schnell, das sieht man selten. Schöner Pass. Ja, man dreht im Vorwärtsgang jetzt. Fairer Einsatz hier. Und Bale, du bist schneller als Modric. Da holt er den Ball zurück. Oh, das war ein Fehler von ihm, den ich leider nicht ausnutzen kann. Bale mit dem Fehlpass. Ole. Groß. Nicht die Beine. Rodriguez. Könnte was werden für Real. Ah, schießt doch mal. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Und Ramos. Kann Nackenkopf oder wie das heißt. Da bist du besoffen oder was? Ich bin hier total besoffen. Modric. Was ist mit dem, oder? Ich hab den beleidigt, ich hab's mal. Jetzt Cristiano Ronaldo. Keine Ahnung, Alter. Da steht die Abwehr sicher. Was machst du, Alter? Es geht bei ihm. Und Carvajal. Bale. Marcelo am Ball. Rodriguez. Bro. Toni Kroos. Ja, hey, Asensio! Jetzt ist er durch! Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter so Einsatz, easy. Genau richtig getimt. So, ist und jetzt so sind hier noch 30 Minuten zu absolbieren. So leicht. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Ronaldo, Ronaldo. Elfmeter, Peter, runter, komm mal. Strafstoß. Glück im Unglück. Es gibt zwar den Elfer, aber keinen Platzverweis. Ja, da lässt der Schiedsrichter milde Ball. Ziel, vielleicht hält der Keeper jetzt dann auch noch den Strafstoß. Er verwandelt. Ja, Cristiano Ronaldo vom Punkt. Die Chance lässt er sich nicht nehmen. Gut verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Rodriguez. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Schuss von Ronaldo. Und das Tor. Er macht tatsächlich sein drittes wir Tor heute. Wahnsinn. Gerade. Ja, bitte geh raus, Alter. Ich hab eh schon Hunger. Sü. Ey, geht doch auf, Mann. Rage quit. You never give up. Komm. Yeah, und damit hast du auch schon mit dem Viertelfinale GG auf jeden Fall. Ich sage mal ciao, 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 auf Wiedersehen.